Guten Morgen, heute ist Donnerstag und ich habe heute gar nichts vor. Keine Vorlesung, keine Arbeiten, nichts. Und deswegen nutze ich den Tag, um einfach mal ein paar Sachen zu machen. Ich werde jetzt nämlich erstmal einkaufen gehen, denn ich möchte Pesto selber machen. Und vielleicht, je nachdem wie die Zeit reicht, möchte ich auch nochmal mir die Haare färben. Weil man sieht es jetzt nicht so gut, aber hier unten sind sie eher so goldblond. Und hier oben wachsen sie einfach so richtig straßenköterblond raus. Und das sieht einfach irgendwie ein bisschen merkwürdig aus, so langsam. Genau, je nachdem, ob ich dafür noch Zeit habe, werde ich mir wahrscheinlich dann auch nochmal die Haare färben. Ansonsten ist nicht viel geplant für heute, aber ich werde euch trotzdem natürlich gerne mitnehmen. So, wie ihr seht, stehe ich schon wieder in der Küche. Pizza haben wir schon gegessen. Dann haben wir ein paar kurze Runden Kartenspiel gespielt. Das machen wir so jeden Mittag, so unser Mittagsritual. Und weswegen ich heute Morgen einkaufen war, ist, ich habe Basilikum und weitere Zutaten gekauft, um Pesto selber zu machen. So, hier seht ihr nochmal, was ihr alles braucht. Ihr braucht auf jeden Fall Basilikum, Salz, Parmesan, Pinienkerne, Knoblauch und Olivenöl. Wenn ihr das dann alles vorbereitet, vor euch ausgelegt habt, braucht ihr nur noch einen Becher, wo es reinkommt und natürlich auch einen Mixer, wo ihr das Ganze drin mixen könnt. Genau, ich benutze dazu einfach einen Smoothie Maker. Funktioniert eigentlich genauso gut. Er hat Messer und schneidet das klein. Aber okay. Genau, das mache ich jetzt alles in den Becher und schau mal, wie viel da so rauskommt. Ich habe jetzt einfach mal in diesen Becher alles nach Augenmaß erstmal reingemacht. Ganz unten seht ihr eine Knoblauchzehe, dann den ganzen Basilikum, den ich abgerupft hatte. Dann ist hier Parmesan, Olivenöl, Salz und obendrauf sind die Pinienkerne. Das Ganze werde ich jetzt erstmal vermischen und schaue dann, wie die Konsistenz und der Geschmack mir gefällt und mache das eher so, ja, frei Schnauze. Ich werde euch natürlich aber in die Infobox nochmal mein TikTok dazu mit genauen Angaben verlinken von einem Rezept, an das ich mich ungefähr so grob halte. Aber ich finde es immer besser, wenn man so Rezepte frei nach Schnauze macht, eben je nachdem, wie es einem besser schmeckt. So, ich habe das Ganze jetzt gemixt in meinem Mixer und immer nach Belieben Sachen nachgegeben. Und das ist jetzt das fertige Ergebnis. Obendrauf macht ihr dann einfach noch einen Schluck Olivenöl, das alles bedeckt ist von dem Pesto und dann hält es sogar bis zu 4 Wochen im Kühlschrank. Das heißt, es ist genug Zeit, es auch zu verschenken, an andere Leute weiterzugeben. So, wie ihr seht, bin ich jetzt gerade im Badezimmer. Ihr kankelt gerade auf meinem Ladegerät. Genau, und so will ich mir jetzt die Haare färben. Das sind schon meine Utensilien. Und zwar folgende Farbe. Und zwar ist das hier die Farbe, die ich noch übrig habe. Die heißt Sahara, hellblond. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht, aber man sieht halt vor allem im direkten Vergleich, wenn man jetzt unten und oben vergleicht, sind die auf jeden Fall blonder als die hier. So, meine Haare sind jetzt immer noch nass. Ich gehe mal näher zum Licht. Man sieht nicht so viel, wenn sie nass sind, aber man sieht, dass schon am Haaransatz sie wieder blond sind. So. Sind auf jeden Fall wieder blond und ja, jetzt lasse ich sie halt mal Luft trocknen. So, da heute nichts mehr Spannendes passieren wird, verabschiede ich mich auch schon von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag und wir sehen uns im nächsten Vlog. Tschüss!